Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Die Magendrehung beim Hund. Also das ist so einer der gefürchtetsten Notfälle überhaupt. Und leider gibt es auch kaum Sachen, die man tun kann, um es zu verhindern. Man ist sich einfach überhaupt noch gar nicht sicher, was sind die Ursachen. Früher hat man gesagt, Fütterung zur falschen Zeit, anschließend Toben, sodass sich der Magen dreht. Aber es gibt auch ganz viele Berichte von Hunden, die nüchtern waren und plötzlich auch über Nacht während des Schlafs eine Magendrehung hatten. Dann kriegen wir Tierärzte an der Uni immer eingebläut in einer Narkose, wenn wir zum Beispiel bei einem Hund eine Zahnsanierung machen, erst die eine Seite, große Hunde nicht über den Rücken drehen, was natürlich beim 40, 50, 60 Kilo Hund bequemer ist, sondern nein, immer über den Bauch drehen. Das ist natürlich schon recht anstrengend bei einem Hund, der in der Hose liegt, wenn man auf die andere Seite muss. Nein, aber es ist wirklich so, es scheint mittlerweile so zu sein, dass es da ein paar Risikofaktoren gibt. Ja, fressen, toben, großer Hund, aber alleine durch die Beachtung von gewissen Verhaltensmaßnahmen, wie zum Beispiel nicht abends spät große Menge fressen und dann toben, scheint es aber trotzdem ein paar Risikofaktoren zu geben, die man vermeiden kann, aber man ist trotzdem niemals komplett davor gefeit. Nun, was passiert bei einer Magendrehung? Bei einer Magendrehung kommt es einfach dazu, dass der Magen, der beim Hund einfach sehr, sehr locker aufgehängt ist, sich einmal um 90 Grad, 180 Grad um die eigene Achse dreht und dementsprechend den Dünndarm, also den Magenausgang und auch die Speiseröhre zudrehen. Nach dem Fressen kommt es beim Hund im Magen immer zu einer gewissen Gärung und durch diese Gasbildung bläht sich einfach der Magen auf. Es kann einfach nicht mehr abtransportiert werden. Der Hund kann auch eigentlich nicht wirklich brechen und der Mageninhalt kann aber auch nicht in den Dünndarm abgeleitet werden. Die Aufgasung wird immer schlimmer. Leider behindert einfach dieser sehr, sehr massiv aufgedunsene Magen ganz massiv die Atmung, aber auch alle Blutgefäße, die in der Magen-Darm-Schleimhaut sind, drehen sich zu. Das heißt, der Magen wird nicht mehr durchblutet. Und ein ganz großes Problem ist einfach die Milz. Der Magen teilt sich zwei Drittel der Gefäße mit der Milz. Das heißt, die Milz liegt dem Magen sehr, sehr eng an. Und dementsprechend werden auch die Milzgefäße mit abgedreht, sodass wir eine Milzstauung bekommen und Milz und Magen ganz, ganz schnell auch absterben können. Das heißt, wenn es zu lange dauert, haben wir einfach einen gewissen Teil der Magenwand, die absterben kann, genauso wie auch die Milz. Und dann muss es auch sehr, sehr schnell operiert werden. In der Regel hat man eine halbe Stunde bis Stunde, um halt den Hund zu operieren. Alles andere darüber hinaus wird dann schon kritisch. Und es muss natürlich sehr schnell erkannt werden, damit entsprechend schnell agiert werden kann. Die Symptome sind dabei ja typischerweise ein Hund, der entweder ganz stark Bauchschmerzen hat. Das heißt, er nimmt so eine Gebetsstellung ein, wie eine rollige Katze. Das heißt, er legt sich mit dem Vorderkörper und den Beinen ganz flach hin und reckt so den Hintern ein bisschen hoch. Dann kann es aber auch sein, dass er sich wie ein Sägebock hinstellt. Ja, jetzt muss ich gerade mal einen vor mir scheuchen, der nicht weiß, wie der fährt. Er stellt sich sägebockartig hin, versucht zu brechen und keucht auch dauernd, aber es läuft nur ein bisschen Speichel aus dem Hals, weil der Magen ist ja vorne die Speiseröhre zugedreht. Das heißt, es kommt nichts hoch. Und man kann wirklich innerhalb von einer halben Stunde zusehen, wie der Bauch immer, immer, immer dicker wird und auch wie es dem Hund zusehends schlechter geht. Deshalb bei einem Verdacht der Magendrehung gleich losfahren zum Tierarzt und von unterwegs anrufen, sind auf dem Weg, Verdacht Magendrehung, sodass dort schon alles vorbereitet werden kann. Das Röntgen wird eingeschaltet, das braucht ein bisschen Vorlaufzeit manchmal und einiges mehr. OP vorbereiten, sodass man sagt, okay, lieber eine OP zu viel planen, als statt, dass man da unnötig Zeit verliert. Am besten auch für solche Fälle immer vorher informieren, wer bei dir in der Gegend, welcher Tierarzt kann denn überhaupt im Notfall bestimmte Dinge. Das heißt, wenn jetzt der Tierarzt Schmidt oder sowas, Namen
oder Übereinstimmung sind, rein zufällig. Ich kenne jetzt keinen Tierarzt, der Schmidt heißt, aber einfach mal als Beispiel. Ihr wisst, okay, der ist einfacher Haustierarzt, der macht kleine OPs wie Kastration oder sowas in der Richtung, aber er macht keine Magendrehung und der hat Notdienst und das kann durchaus vorkommen, weil es gibt einfach zu wenig Tierärzte. Dann wisst ihr genau, okay, dann gucken wir lieber nach einer Klinik. Das heißt, es ist sehr sinnvoll, sich solche Notfallnummern aufzuschreiben oder im Handy abzuspeichern und vielleicht auch zu vermerken, mit welchen Notfällen können wir denn wohin gehen. So. Wenn ihr beim Tierarzt seid, er wird schon Schnelldiagnostik machen. Manchmal ist es auch so, dass er gar nicht mehr röntgt. Das Röntgen ist teilweise nur zur Bestätigung der Magendrehung da oder halt zu gucken, wie massiv ist denn schon die Aufgasung. Und dann geht es wirklich darum, ganz, ganz schnell eine Narkose zu machen, vielleicht einen Schlauch in die Speiseröhre einzuführen, um abzugasen. Manchmal geht das noch, wenn die Drehung nicht gleich 180 Grad oder mehr ist. Wenn es halt zum Beispiel 90 Grad sind, dann kriegt man manchmal noch einen dünnen Schlauch in die Speiseröhre eingeführt und kann halt schon mal Gas und Futter ablassen. Ansonsten kann man auch eine Nadel von außen hinter dem Rippenbogen in den Magen einführen, um schon mal das erste Gas abzulassen und dadurch die Hauptkomplikationen schon mal ein bisschen zu reduzieren. Habe ich auch schon gehabt, als ich einfach mein Team nicht so schnell zusammenbekommen habe, dann eine dicke Nadel in den Magen eingeführt, abgegast, so hat man Zeit gewonnen, um dann schnell in die nächste Klinik zu fahren. Sonst hätte der Hund das nämlich nicht überlebt. Und dann wird einfach der Bauchraum eröffnet, im Zweifelsfall der Magen, wenn man ihn jetzt halt nicht komplett entleeren kann über eine Schlundsonde, dann wird halt der Magen geöffnet, komplett geleert und es wird der Magen hinterher an der Bauchwand angenäht, um einfach bei einem Hund, der schon mal eine Magendrehung hatte, das Risiko zu minimieren, dass es wieder passiert. Das ist für einen Besitzer aber ganz wichtig, das auch beim Tierarzt zu erwähnen, falls es nämlich nochmal zu einer OP kommt, aus anderen Gründen, dann, dass der Tierarzt weiß, okay, der Magen ist an der Bauchwand angenäht, dass da halt bei einem Bauchschnitt nicht genau da reingeschnitten wird. Wenn halt schon viel Gewebe vom Magen abgestorben ist oder die Milz ein Problem hat, ganz häufig läuft es darauf hinaus, auch die Milz zu entfernen. Das ist kein Problem, da kommen die Hunde sehr gut mit klar. Wir haben es ja auch öfters mal bei Hunden mit Milztumoren zu tun. Es gibt da nur weniges zu beachten, was das Immunsystem angeht und einfach die Leistungsfähigkeit. Aber insofern dann lieber die Milz mit raus, wenn die schon Schaden genommen hat. Aber einfach um diese Gefahr zu minimieren und auch, dass Magenwand weiter abstirbt. Deshalb ist es wichtig, diese Magendrehung frühzeitig zu erkennen und wirklich ganz, ganz schnell den Hund einer OP zu unterziehen. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass deinem Hund das nie passiert. Das ist somit der gravierendste Notfall, den man haben kann, vor dem aber auch alle Jungtierärzte massivst Angst haben, wo aber diese Angst völlig unbegründet ist, wenn man gewisse OP-Techniken beherrscht. Da reicht, wenn man kastrieren kann, schon aus. Das andere ist wirklich nur Routine. Wenn man weiß, was man tun muss, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man das zum ersten Mal macht, weil eine Magendrehung ist wirklich meistens so gravierend und brisant, dass das Schlimmste oder das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nichts zu tun oder einfach zu langsam zu sein oder zu lange zu warten. Darum, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass du sowas mit deinem Hund niemals erleben musst. Ich wünsche euch alles Gute, pass auf deine Fellnase auf und wir sehen und hören uns im nächsten Podcast. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.